lieber weglasse und eher an meine Alltagsernährung denke, wie viel der Fleischanteil oder das tierische Anteil haben sollte in der Ernährung. Dieser Umgang bringt uns natürlich auch zu unserer Grundhaltung, um einen respektvollen und sehr nachhaltigen mit der Umwelt einherzugehen, dass wir all diese Sachen ganz normal betrachten. Wir tragen es gar nicht so sehr nach außen, dass wir regional, saisonal und nachhaltig, dass alles biologisch ist oder aus noch besserer Haltung. Das ist für uns der Grundbaustein, den wir gerne transportieren, wenn ein Gast explicando su teoría de los amargos. Muy interesante. Die Basis der Küche und nicht die Ausrichtung. Was wir daraus versuchen zu machen, ist eine deutsche Küche, wenn man so will, die für uns schwer zu finden ist, weil sie nicht so klar und deutlich präsent ist und man auch viel Neuarbeit leisten muss. Und dafür gehört halt für uns keine Vorlage, kein Blattgold, kein Hummer. Das sind alles schöne Produkte, die aber teilweise aus anderen Ländern kommen und da auch ihre Berechtigung haben. Aber in Deutschland zum Beispiel hat für mich eine Foie Gras nichts zu suchen. Nicht, weil sie nicht schmeckt, sondern für uns aus einem Aspekt, dass wir die Haltung nicht brauchen. Dice que él en su cocina no integra el foie gras, porque no es un producto alemán. Wichtiger ist, dass bei uns es nicht mehr erlaubt ist, quiere hacer una comida más auténticamente alemana. También dice que las personas hoy día también se saturan con la mente, por lo que sus platos tienen gran equilibrio para no llegar a la saturación, sino centrarse en la emoción, en la esencia damit etwas zu interpretieren. Aber wenn keine Tradition da ist, ist für mich auch keine Berechtigung da, das in irgendeiner Form als Identität zu setzen. No venden algo que was no vaya dentro de su tradición. Was wir jetzt machen, um heutigen Thema ein bisschen zu starten, ist, wir haben sehr viel mit Bitterstoffen auseinandergesetzt, weil für uns das ein Produkt, eine Geschmacksrichtung ist, die für uns einfach mit dazugehört. Hablamos ahora de los amargos. Ya que es parte fundamental de la cocina alemana. Dice que quien quiere tener una vida amarga hoy día. Super gesund, es pero que las sustancias amargas en la gastronomía y en la vida tienen también una importancia porque ayuda a nuestra digestión, por ejemplo. Dice que ahora todo es más dulce y grasiento y que el tema de la amargura es muy importante también. Se debería de tomar más elementos amargos. Oder wer auch immer unser Restaurant betritt und danach wieder verlässt, gibt es eigentlich nur zwei Seiten, die das mögen, was wir machen, die das gar nicht mögen, was wir machen. Dazwischen findet sich eigentlich weniges, gar nichts. Und das liegt oft auch an den Bitterstoffen, dass wir Gäste vielleicht zum Teil damit überfordern, wo wir auch gemerkt haben, wir müssen da einen Schritt zurückgehen und müssen uns ein bisschen ausbremsen, weil es einfach zu viel ist, weil wir natürlich in dieser Küche immer weiterentwickeln mit den Produkten und der Gast immer nur das Endprodukt vorgesetzt bekommt und nicht mit uns den Weg gehen kann, sondern am Ende immer la der también el sabor amargo. Man nennt es immer Theorie der Bitterstoffe, aber im Prinzip ist es nicht meine Ahnung, weil es ist halt, dass Bitterstoffe, wir arbeiten auch mit der Universität zusammen in Deutschland, und Bitterstoffe sind eigentlich die komplexesten Aromenstoffe und die vielschichtigsten Aromen. Los amargos son los aromas más complejos porque no es fácil definirlos, como las sales o las azúcares, son mucho más complejos y se mueven en un terreno más amplio los amargos, estoy de acuerdo. Und versuchen das halt im Restaurant uns gezielbewusster zu machen, indem wir damit spielen, das einzusetzen und auch keine Gänge schaffen manchmal, die ein reines Wohlgefallen oder einen Wohlgeschmack haben, sondern auch Gänge, die extrem in diese Richtung gehen und somit dafür sorgen, dass der Gast dann auch gerne mal vor den Kopf gestoßen wird. Das ist nicht bei allen Gängen so, sondern nur bei einer kleinen Folge. Wir haben 8-Gang-Menü bei uns im Restaurant, wenn da 2 Gänge von der Bitterkeit spielen, reicht das für die meisten schon, um eine Grenze zu erreichen. Und
würden jetzt mit dem ersten Gang anfangen. Der Benjamin hat es hier schon vorbereitet, weil es im Restaurant dann immer einen Moment länger dauert, deswegen brauchen wir ein paar Minuten Vorlauf. Und zwar fangen wir mit Seichenbitterarom an. Wir haben uns mit der Heide auseinandergesetzt, ein Mitteleuropa, ganz primer plato, amargo suave. Landstrich, der durch Viehhalt und klein gehalten wird. Aber auch immer wunderschön procedente, anzusehen, ist, wenn er dann so mal anfängt. Das ist der Heide, ist vielleicht nicht viel zu sehen und man ist halt abseits von einem Wald. Aber es sind ganz viele kleine Tiere und Mikroorganismen, aber auch Produkte, die da sind. Und die haben dann versucht, alle einzufangen, die auch alle leichte Bitterarom anhängen haben, um die auf einen Teller zu bringen. Wir haben auf der Heide früher Buchweizen angebaut, das haben wir mit reingenommen, der heutzutage weitestgehend an Bedeutung verloren hat. Die Buchweizensaat, viele kennen sie vielleicht, haben die Heideblüte von der Erika-Heide mitverwendet und haben versucht, diesen sauren und kargen Boden darzustellen, natürlich auch durch Säure, aber auch durch Bitter. Und die Ehrlichkeit ist das einzige Fremdprodukt im Gang, wenn man so will, was auf der Heide nicht zu erinnern ist, der Knollensellerie, um diese Ehrlichkeit zu präsentieren. Und wir haben als Basis la raíz haben de wir apio, einen Selleriesaft gemacht, den haben den nur geklärt durch diese Hitze und haben dann diesen kleinen Selleriesaft, der auch ein bisschen an Süße gewinnt in dem Gang. Lo aclararon con un suave calentamiento. Aus dem Buchweizen selbst, den wir geröstet haben. Dann direkt abgelöscht haben, aufgebrüht wie ein Tee. Saraceno lo han tostado. Dann haben wir ein Fichtennadelessig, eine Infusion. Apfelessig, preparado un vinagre de picea. Und wir haben eine junto con vinagre de manzana. Leche de oveja, que ahumaron. Der Heide. Und diese Schafmilch, es steht so ein bisschen dafür, dass diese Heiden halt durch die Viehhalde und restos de las plantas de brezo. Kleinfressen und die Heide somit erhalten oder als das, was sie ist. Das haben wir alles zusammengegeben, haben das in dem Fall Texturgeber runter, haben uns nicht verwehrt, aber die Alge, natürlich vielleicht kein heimisches Produkt, ist aber in dem Fall genau die Mittelstand, die wir leicht studieren, wenn sie zu leichten Teller sind, erst angezogen, sind ein paar Heideblüten drauf und fangen dann jetzt an, mit den Produkten, die oben drauf kommen, um das darzustellen. Wir haben nochmal die Sellerie aufgegriffen. Das ist, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel dafür von der reduzierten Arbeit. Es besteht wirklich nur aus Knollensellerie und Wasser. Kein Salz, kein Fett, keine Aromen, kein Wein, kein Alkohol, eigentlich nichts außer Sellerie und Wasser. Und wir arbeiten so lange mit den Produkten, bis wir wirklich diesen Geschmack erreichen, den wir haben wollen. Das ist solo usa el apio con el agua. Dass wir immer meistens nicht mehr als 2 bis 3 Zutaten nehmen, inkludiert immer Wasser, auch Salz und so weiter. Sehr reduziert arbeiten und dafür sehr lange an der Technik feiern und damit arbeiten. Wir haben dann Wacholder utilizan dos o tres ingredientes. Haben das mit Wacholder, frühen Wacholder, den wir haben. Tienen aceite también de Valle de Nebro, verde. Also einen höheren Auszug machen, das über mehrere Tage infusionieren. De unas vallas que no se dann haben wir hier encuentran fácilmente. Die sind jetzt schon 2 Jahre alt, die haben wir milchsauer fermentiert. Vallas de Nebro. Wir natürlich gucken müssen, wenn sie das sammeln. Tienen 2 años porque se han fermentado. Con fermentos lácteos. Diese tierischen Öle haben wir gemerkt, para conservarlos en la Aromatik, aber die Komplexität auch nochmal zu erreichen, wenn die Milchsäure arbeitet und die auch unten aufspaltet, ist wesentlich interessanter nochmal, wenn wir das einbringen. Den Buchweizen selbst, den gerösteten, bringen wir noch auf. Fermentos lácteos lo conservan mejor. Trigo saraceno tostado. Deswegen können wir damit in Mengen nicht zu viel arbeiten. Madre mía. Und bevor ich es vergesse, ich nicht gerade den Knollensellerie, den wir hier haben. Den Raíz de apio, ahí la pueden ver, donde tiene la mano él. Und den haben wir ganz schön aufgeschnitten, natürlich eine große Menge an Säure hat und sich unter dem también Teller preparado con fermento lácteo. Wenn er sozusagen aufschneidet. Wir haben hier die Scheiben, die sich ganz flach auf dem Teller befinden, ähnlich wie der Belag einer Pizza. Und darüber ist das Gelee gegossen, welches man jetzt nicht sieht und die natürlich auch noch Textur geben. Und dann haben wir hier die Fichtennadel, die natürlich diese Heiden sind immer gesäumt von Wäldern, also ursprünglich mal Wälder waren, bevor sie abgeholzt wurden und dann klein gehalten werden. Und die wir dann noch mit auflegen und auf dem Gang verteilen, damit sich diese ganze Aromatik von der Heide utilizan vinagre picea, aus dem Gang heraus kristallisiert, wenn man dann mit der Gabel oder mit dem Messer durchfährt und dann auf den Sellerie schmiert, dann
para reflejar el origen del basal, que es la región donde se mueven, para reflejar el entorno. Sencillo, que simboliza el entorno natural. Ja, die wir quasi noch so lange das Leben groß anzieht, draufnehmen, weil sich das auch immer natürlich erst dann löst, wenn sie aufgebrüht werden, wenn sie an den warmen Gelee groß anzieht, wenn sie auch immer abgeben, um das zu automatisieren. Und das wäre dann der erste Gang, die Heide mit neuen Sellerie und Wacholder. Bresal con apio. Y raíz de apio, que vayas de negro. Oh, qué bonito, por favor, te voy a decir de plata. Wir würden dann direkt mit dem nächsten Gang weitermachen. Das ist ein Gang, das ist ein Gang, der kommt jetzt aufs Menü. Und dann haben wir jetzt und dann haben wir den nächsten Gang, der wo wir mit der Bitterheit auf jeden Fall aufgestanden sind. Und da auch dann mal direkt merken können, was wir von Bitterstoffen enthalten und welche Aromatik man da freisetzt, wie ungewohnt das noch für viele ist und auch dieser Geschmack vor den Kopf stößt. Wir haben uns da Gedanken gemacht, uns mal einen Garten. Qué rico. Man ihn in Deutschland von zu Hause kennt, wie er in der Schule hat. Und zwar sind wir geklappt unter der Erde angefangen, angefangen mit Topinambur. Esos sabores amargos, yo no sé si son amargos, pero no lo he probado, pero huelen amargo, pero huelen buenísimos, porque es como un amargo dulzón en el olfato. Sonnenblumenkerne ausgefallen sind, die dann anfangen auszutreiben, die wir hier haben. Es war ein bisschen schwierig, den Flugzeug zu transportieren. Ich hatte erst das Gefühl, die wollen sie noch abnehmen, aber wir sind so durchgekommen. Und zwar ist das der Trieb von der Sonnenblume. Die Blätter sind sehr fleischig und sehr dicht, die den Bodenregionen widerspiegeln sollen. Und sind dann umgegangen zum Schnittlauch, die diese Schärfe und auch dieses Zwiebelige mit reinbringen. Und was Benjamin da gerade macht, haben die einfach oxidiert lassen. Das ist also nur die Ursache, die wir dann vorsichtig geklärt haben und eingeglast haben. Wir sind schon seit zwei Jahren die Zeit nehmen wollen, damit länger zu arbeiten, aber auch den Leuten zu zeigen, dass ein Produkt halt außerhalb der Saison, und zwar eines der wenigen Produkte, wo die Leute noch in der Saison vor Auge haben, das damit verbinden. Weil es dice auch que so ellos ist, dass meistens utilizan espárrago fuera de la temporada porque son capaces de hacer, de conservarlos y que conserven todas sus propiedades y su frescura. Eine Ölmühle, mit der wir zusammenarbeiten. Und congelan, me parece que dijo, ay, eso me lo perdí, porque está volviendo. Da entsteht immer ein Druck, also das Produkt, was gepresst wird, verlässt auch mal ein bisschen die Mühle. Und er lässt das Öl dann normalerweise absetzen, damit er das klare Produkt oben hat. Und bei allem setzt sich so ein Druck, so ein Satz ab. Muy interesante esta teoría de los amargos. In der Küche, der natürlich enorm den Geschmack transportiert. Und haben dann auf Milchbasis, weil es natürlich eine natürliche Emulsion ist, diesen Druck montiert mit einem Mixstab, dass er eingebunden wird. Und haben festgestellt, dass die Proteine von der Milch die Mischung, die Emulsion stabilisieren, fast wie ein Pudding. Wir haben es in dem Fall zwar flüssig gemacht, aber sie schafft eine Bindung. Und wir sind gerade daran, damit zu arbeiten, dass diese Emulsion, wenn man sie stehen lässt und in Ruhe lässt und dann erhitzt, dass sie an Stabilität gewinnt, fast wie ein Pudding oder eine Creme Patisserie. Und dann haben wir Sonnenblumenkerne getrocknet, die wir eingeweicht haben. Die kennen Sie vielleicht von grünen Mandeln oder grünen Haselnüssen. También han secado semillas de girasol. Sehr klein. Und die hier mit der, die einfach gequollen sind, da wir eine Frische und Knackigkeit erreichen. Und
Daraus kochen wir eine Art, ja, nennen es Porridge oder Risotto. Wir haben uns von beiden Begriffen distanziert, weil sie beide für eine andere Region stehen und somit haben wir keinen dafür. Und haben es dann gekocht, es kommen keine weiteren Zutaten dazu. Geben es sehr flach auf den Teller und arbeiten dann die Produkte ein, die wir eben genannt haben. Das heißt, wir haben hier noch die Tupinambur-Schale ganz normal gebacken, ausgelöst und dann haben wir sie getrocknet und frittiert. Als Kostelement, aber auch ein bisschen Textur reinzugeben, weil wir sie brauchen, um diese Herbheit so ein bisschen aufzubrechen. Dann haben wir Sonnenblumentriebe, die wir hier haben. Von den Blättern, die wir oben haben, das ist fast so wie so ein Fleischspinat, die auch eine Bitterheit transportieren, eine halbe Euro. Und vor allen Dingen sind sie sehr wichtig, weil sie diese Fleischigkeit und Wasseranteil haben, die unbedingt nötig ist, um die Bitternis so ein bisschen aufzubrechen und ein bisschen gegenzusteuern, weil es sonst einfach zu viel wird. Diese arrangieren wir komplett über den ganzen Gang, weil wir natürlich auch mal versuchen, auf sehr abstrakte Weise, wir versuchen keine Landschaftskopien zu machen, sondern versuchen auf abstrakte Weise, die Teller und die Gedanken, die wir machen, zu transportieren und auf den Teller zu bringen, dass ein Gast sich davon eine Ahnung hat, wenn er liest, was es gibt, und der Gang lang kommt, aber wir nicht versuchen, Regale nachzubilden oder etwas. Und wir denken schon, dass wir eine sehr naturnahe Küche machen, die aber schon bewusst ist, dass wir im 21. Jahrhundert sind und mit den möglichen Techniken und mit dem Verständnis, solche Teller zu machen. Wenn wir uns dann mit einer Universität teilen, mit dem Professor Thomas Wilks vom Max-Planck-Institut, der mir auch bei der Vorbereitung unterstützend war, was die Bitterstoffe angeht, hat das reinspielen, hat das dann hinterfragen können und viel weiter in Materie tauchen können, also wir uns selber ewig quälen, nicht zum Ergebnis kommen, wo wir genau wissen, was wir wollen und auch im Grunde genommen, para no ensayar tanto cada plato, sino que sea lo más certero posible. Y darle a comenzar a ofrecerle al comenzar una experiencia probablemente nueva. Y basada en los amargos. Ruhig eine großzügige Menge davon draufgeben, weil diese ganzen Bitterarten natürlich auch einen gewissen Konter brauchen und ein Gegenpart zu dem, was an den Bitterstoffen geboten ist. Den Schnittlauch haben wir klein geschnitten und trocknen den dann ganz groß über 40 Grad, um ein Pulver zu haben, was über den gesamten Gang lebt. In Trocitos, luego lo secan y luego lo vuelven polvo. Das Pulver ist nachher nicht mehr als Pulver wahrnehmbar, sondern es legt sich komplett über die Feuchtigkeit des Ganges und verschmilzt damit, aber nur an der Oberfläche. Daraus ergibt sich eine viel dichtere Aromatik und natürlich, wie man das aus vielen klassischen Bereichen auch kennt, die Ansätze mit Zwiebeln. Aromatik, die man da freisetzen kann, halt viel breiter ist, wenn man sich damit unterstützt. Aber auch die grüne Aromatik von dem Garten findet eine Präsenz da und somit ist auch das wiedergegeben, was wir wollen. Ein Kubismus auf dem Teller, der dann sich erst entfaltet an Komplexität, wenn man darin anfängt, den zu essen. Das wäre dann Sonnenblume, Tupinambur, Meerrettich. Wie ich schon eingangs erwähnt hatte, war das genau der Grund, wo wir viel Feedback bekommen haben aus beiden Lagern, wo wir gemerkt haben, wo die Unterschiede beim Menschen sind. Vamos a transmitirle el plato. Ist es, weil wir zu viel Bitterstoffe essen, ist es zu viel Ignoranz unsererseits oder liegt es vielleicht viel tiefer verankert, dass halt Bitterstoffe schon seit Generationen keine übergeordnete Rolle mehr spielen, überhaupt eine Rolle. Diese unterschiedlichen Reaktionen sind natürlich, man kann es von uns teilen, Gäste, die aufgeschlossener sind, offener für Gastronomie, damit weniger ein Problem haben, weil sie vom Einlass, das ist ein klassisches Geschmacksverständnis von Essen ist, desto schwieriger ist für die Leute zu schmecken, was sie damit machen wollen, darin auch einen Geschmack zu erkennen, der zusagt oder der beliebt. Diese Ideen zu transportieren, ist halt bei uns tatsächlich so, dass wir ganz gezielt auf die Idee hinarbeiten, aber auch der Blühgeschmack, dass es sich einfach so anfühlt, oh, das ist so lecker und der Nockenteller gar nicht so wichtig ist, sondern tatsächlich, dass das eigene Geschmack ist mit viel Charakter, dass sich das Menü einfügt und die Präsentation von der Identität liefert. Estoy esperando para poder olerlo. Warum das ein Grund sein könnte, warum viele Menschen auf Butter so schlecht reagieren, tatsächlich, dass es erwiesen ist, dass 25% der Bevölkerung einen natürlichen Gegeneffekt haben, was die Wahrnehmung von Bitterheit hat.
Das heißt, die Gewittern, als der Form stark und intensiv war. Das ist darum, dass wir hier vielleicht als normal empfinden, in einem ganz anderen Gegengedenken, dass einer von vier Gästen ist, die nur viel ist, dass das ist. Und mit Kohl vielleicht ein Problem hat mit anderen Gewittern darum, dem wird jeder Gang schon bei der Hälfte zu viel sein. Das ist natürlich etwas, was es sehr schwierig macht, mit Bitterstoffen zu arbeiten, weil es ein Produkt ist, was wir erlernen müssen, ein Geschmack, den wir erlernen müssen. Und es ist auch überwiegend so, dass Frauen tatsächlich als Gast viel intensiver wahrnehmen. Das ist ein ganz einfacher Grund. Increíblemente sutil, delicado, cómo se siente toda la parte que le puso triturada. Mit Bitterstoffen verbindet und darauf empfindlich reagiert, dann kommen natürlich solche Gänge sehr, sehr schwer und sind überhaupt nicht leicht, die Gäste wahrzunehmen, weil man natürlich erstmal sondieren muss, dass es in dem Fall natürlich kein Toxin ist und halt nicht schädlich ist. Es gab nämlich dort vor einem Jahr, vor zwei Jahren einen Fall, wo ein Mann selber Zucchini angebaut hat und die zurückmutiert sind in ihre Ursprungsform, nämlich dass heute alle Kürbisgewächse wie Zucchini, Gurke und Kürbis natürlich selbst so gezüchtet worden sind, dass die Bitterstoffe da rausgehen. Wenn man da bei den Ursprungsformen geht, sind da so viele Bitterstoffe drin, dass es toxisch wirkt und diese Person einfach den bitteren Geschmack ignoriert hat und daran gestorben ist. Das macht es natürlich auch sehr heikel, mit diesem Thema zu arbeiten, wenn wir jetzt immer sagen, bis zu einem gewissen Limit können wir gehen, dann versuchen wir den Gast bis dahin mitzunehmen. Und diese Wahrnehmung von Toxinen ist halt dadurch so die Problematik, dass halt keiner mit dem Geschmack kennt, Webinare, si so, irgendwas süß ausgebaut ist, aber auch nicht bitter auf sich bezogen wird. Das ist ein Geschmack, den wir einfach nicht einfach mögen werden, sondern wir müssen auch lernen, dass das dann natürlich die Problematik des Gastes mit sich bringt, auf diese Sachen zuzugehen. Und dann sind Bitterstoffe natürlich industriell wert ausgezüchtet, stehen natürlich auch für die eben nicht chemisch-weiterleben, die Sachen, die wir dann meiden. Und das haben wir versucht beim nächsten Gang, den wir noch kurz warten, weil ich jetzt die Einladung machen möchte, wo wir auf die Haltung des Menschen mit Bitterstoffen eingegangen sind. Wer noch nicht auf der Karte ist, weil wir es da extrem übertrieben haben mit Bitterstoffen, dann immer noch dabei sind, uns anzupassen, wo das Limit ist. Und zwar haben wir alles dafür getan, eine möglichst hohe Komplexität an Bitterstoffen zu erreichen. Wir wollen uns aber dann wieder nicht aus unserem Radius bewegen von der Produktauswahl und haben uns ausschließlich auf Salate beschränkt und dazu noch Preisel werden. Dazu komme ich aber gleich. Und zwar ist es ja so, dass viele Bitterstoffe auch in der Pharmaindustrie tatsächlich Verwendung finden, aber das Bittere, was in unserem Leben steht, medizinisch gern beseitigt wird. Und deswegen war die Pharmaindustrie für uns und auch die Krankheiten, die wir durch das Nicht-Essen von Bitterstoffen selber herbeiführen und dann wieder entgegen, anstatt von vornherein präventiv uns zu ernähren, was sehr wichtig ist, was unser Darmsystem angeht, dann lieber sagen, wir greifen zu Medikamenten. Und auch da gibt es viele Parallelen zu Konservierungsstoffen, zu Bitterstoffen. Auch viele Konservierungsstoffe leiten aus Bitterstoffen ab und haben halt diese Sachen weiter vorangetrieben. Wir haben hier symbolisch für diese Bitterstoffe haben wir mit Medesüß gearbeitet in Spanien. Ich habe geguckt, weil ich dachte mir, das ist ein bestimmter Begriff, der schwer zu übersetzen ist. Das ist die Königin der Wiese, nennt sich das hier in Spanien. Haben eines Puma gemacht. Aus Hopfen, der an sich schon Bitteraromen hat, haben wir mit etwas Bier gegeben, das dann anfängt aufzugehen, haben dann aus Chicorée entsaftet, und haben daraus ein Sorbet gemacht und haben ihn dann auch mit einem eingedickten Chicorée und haben dann noch einen anderen Bittersalat genommen, ein Radicchio, den wir, ich würde fast sagen, das 50-fache reduziert haben. Wirklich auch nur der Saft, das ist so enorm bitter, dass schon wenige Tropfen ausreichen, um das gesamte Gesicht verziehen zu lassen. Und wir haben diese Espuma, setzen das Sorbet da rein, was wir auch nicht gesüßt haben, und nehmen diesen Radicchio und setzen den oben rein.